Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Drei Fragezeichen Orakel am 19. Januar 2019. Ab nächstem Monat erscheint monatlich mein Newsletter und das könnt ihr ab sofort abonnieren. Dieser Abo ist kostenlos und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ihr bekommt auch jeden Monat Angebote. Meine E-Mail-Adresse ist newsletter@denderasusannamedici.com. Und jetzt zu diesen drei Fragen. Erste Frage ist, was denkt er? Zweite Frage ist, wie fühlt er sie sich? Dritte Frage ist, wie vermittelt das? Die erste Frage war, was denkt er zurzeit? Und dieses Geheimnis ist hier verborgen. Und das schauen wir auch gleich an. Bei ihm kommen die Erinnerungen. Das kann sogar so weit gehen, dass die Kindheitserinnerungen, all das kommt bei ihm hoch und das in sein Bewusstsein. Dieser Kind symbolisiert auch Neuanfang und die Spielsache eine Überraschung, ein Geschenk. Und darüber macht er auch Gedanken. Und wie fühlt er sie sich? Dieses Geheimnis ist hier verborgen. Er sieht Chancen und Möglichkeiten für diesen Neuanfang und er beleuchtet diesen Weg und er fühlt auch ziemlich sicher. Aber im Hintergrund ist eine Schlange und die beißt gleich und das, was er auch fühlt. Also er fühlt sich beobachtet, angegriffen und er ist vorsichtig, auch wenn das noch nicht eingetroffen ist, weil momentan schaut in andere Richtung. Also er will das nicht wahrhaben, aber sein Gefühl sagt, oh, sei vorsichtig. Die dritte Karte zeigt, wie vermittelt das alles. Er setzt alles in Bewegung. Also er kommt entgegen, aber er blickt zurück. Und genau das sind diese Erinnerungen. Und die vierte Karte ist eine zusätzliche Botschaft und zeigt Disziplin. Und das kann uns gerade stärken. Und das war diese drei Fragezeichen Orakel. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei dieser Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um die gesundheitliche Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühlen zu sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist
Dendera Susanna Medici.